Ab sofort gibt es die Presswickelkombinationen von Pöttinger in allen Varianten auch mit der Möglichkeit zur Mantelfolienbindung. Wir haben diese Option getestet und haben viel Gutes festgestellt. Landwirt Praxistest. Im Test war die große Presswickelkombi Impress 185 VC Pro mit einer überarbeiteten Bindeeinheit. Der Benutzer muss sich vorweg für die Bindevariante mit Netz oder Folie entscheiden. Es lässt sich nämlich nur jeweils eine Rolle einspannen. Optimal wäre eine Maschine, die ohne Wechsel beide Varianten beherrscht. Neu entwickelt hat Pöttinger die hydraulisch gebremste Rollenbremse, die für eine konstante Vorspannkraft sorgt. Das Einlegen der Rollen selbst ist einfach. Der Durchmesser kann bis zu 31 cm und die Breite bis zu 142 cm betragen. Zum Einfädeln zieht man ganz einfach die Folie zu einem Zopf zusammen und fädelt diesen durch die Walzeneinheit. Der Zopf in der Folie spielt auch beim Bindevorgang selbst eine wichtige Rolle. Die Folie wird nach dem Bindevorgang zu einem Zopf gebündelt, abgeschlagen und beim nächsten Bindevorgang dann erneut der Ballenkammer zugeführt. Auf dem Ballen breitet sich die Folie wieder flächig aus. Das erhöht laut Hersteller die Einsatzsicherheit bei trockenen Bedingungen. Und das hat auch unser Praxistest bestätigt. Die Steuerung aller Einstellungen ist über verschiedene Isobus-Terminals ganz einfach vom Traktorsitz aus möglich. Unsere Testfahrer kamen mit der logisch aufgebauten Bedienung von Anfang an gut zurecht. Im Test hat sich die Kombi 185 VC Pro als äußerst zuverlässig erwiesen. Bei über 500 Ballen gab es lediglich eine durch die Mantelfolie verursachte kurze Störung. Im Vergleich zu der von uns bereits getesteten Presswickelkombi Impress 155 VC Pro hat die aktuelle Testmaschine einige Updates erhalten. So pendelt jetzt auch das Prallblech mit einer Einlaufrolle über seitliche Drehpunkte mit. Damit bleibt der Abstand zwischen Pickup und Einlaufblech konstant. Neu ist auch das Riemenreinigungskit für den Einsatz bei zuckerhältigem Futter. Optional ist für die Presswickelkombinationen von Pöttinger nun auch eine aufrollbare Ablageplane erhältlich. Sie sorgt dafür, dass harte Stoppeln die Folie beim Ablegen des Ballens nicht durchstechen können. In der Standardausführung kommt die 185 VC Pro auf einen Listenpreis von knapp 150.000 Euro inklusive 20% Mehrwertsteuer. Die Mantelfolienbindung inklusive der Überwachungskamera kostet zusätzlich gute 6.000 Euro. Unser Fazit? Wie schon beim Test der Vorgängerversion hat die Impress 185 VC Pro im Einsatz überzeugt. Einige Optimierungen von Seiten des Herstellers wären jedoch wünschenswert. Den detaillierten Testbericht findet ihr in der Landwirt-Ausgabe 18/2020 und auf landwirt-media.com.